Fängt es an? Liana und Martin sind dabei, Eltern zu werden. Machen Sie weiter, Doktor. Die Wehen haben schon eingesetzt. Atme, Schatz. Oh, Papa schien dem Stress nicht gewachsen zu sein. Wir müssen ihn retten. Steh auf, du wirst uns das Beste verpassen. Aber es ist schon vorbei. Es ist ein Mädchen, Schatz. Sie sieht genauso aus wie du. Lass uns zur Feier des Tages ein Plakat machen. Einfach, aber schön. Herzlichen Glückwunsch, Liana. Danke, Ma. Oh. Aber es ist noch zu früh, um sich zu entspannen. Im Kreißsaal gibt es eine doppelte Überraschung. Und die Mutter blieb stark. Sie ist eine echte Heldin. Wow. Das zweite Mädchen sieht aus wie Liana. Genauso reich. Was für eine schöne Familie. Oh, warum ist es so laut? Die Eltern werden definitiv alle Hände voll zu tun haben. Maya lebt im Luxus. Ihr Geburtstag muss etwas Besonderes sein. Und diese Schauspieler sind nicht gut. Komm her, wir müssen reden. Verschwinde von hier, okay? Die Party war ein Flop. Aber Mama wird es in Ordnung bringen. Und Carrie braucht keine professionellen Animateure. Papa macht viel mehr Spaß. Er kann sogar Papierkonfettis machen. Das ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Es läuft nicht gut. Maya hat sich gelangweilt. Das Diamantenpuzzle wird die Situation nicht retten. Lasst uns zu Plan B übergehen. Hol das Geschenk raus. Jetzt. Jetzt kommt die Überraschung. Ist das für mich? Danke, Mama. Ich wollte schon so lange eine lebende Puppe. Hallo, sollen wir spielen? Natürlich. Mein Name ist Maya. Wow, du bist so realistisch. Du kannst die Kiste wegpacken. Und Carrie hat ein fantastisches Geschenk bekommen. Es ist ein Haus aus Pappe. Papa muss hart gearbeitet haben, um es zu bekommen. Bist du hier, Schatz? Was ist das? Danke für das Haus, Papa. Ich liebe es. Ah ja, jederzeit. Und jetzt wird dein Zimmer noch besser. Es braucht eine Pappschleife. Die Party war ein Erfolg. Und es ist Zeit für die Geburtstagskinder, ins Bett zu gehen. Träum süß, Baby. Gute Nacht, Schatz. Erst gestern waren Maya und Carrie noch kleine Babys. Und jetzt sind sie in der Highschool. Du solltest deine Haare bürsten, Carrie. Hey, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Und so ist es auch in der Schule. Probleme, Formeln und Gleichungen. Heute werden wir diese Gleichungen lösen. Einfach, Maya hat ihre eigenen mathematischen Methoden. Geld versagt nie. Füge es hier hinzu, ziehe es dort ab, multipliziere es hier. Und das kann sich Carrie nicht leisten. Aufnäher sind besser als Geld. Und wer weiß die richtige Antwort? Ja, natürlich. Frag mich, Miss Betty. Die Schwestern streiten sich ständig um ihre Noten. Wer wird heute gewinnen? Immer mit der Ruhe, Mädchen. Ich warne dich, Carrie. Dieses goldene Lesebuch ist sehr schwer. Denk nicht mal dran, Maya. Und da sind sie wieder. Wie oft noch? Hört auf, Mädchen. Ich habe gesagt, ihr sollt leise sein. Ups, Miss Betty wurde wütend. Wie geht es jetzt weiter? Ihr seid zu weit gegangen, Mädchen. Schickt eure Eltern in die Schule. Hallo, hier ist Miss Betty. Da kommen Mama und Papa. Was haben die Zwillinge dieses Mal gemacht? Das ist ein Skandal. Das Verhalten der Mädchen ist furchtbar. Es ist deine Schuld, Maya. Ja, genau. Die Kinder halten sich besser zurück. Jetzt werden die Erwachsenen reden. Carrie und Maya streiten sich die ganze Zeit. Miss Betty, warum machen wir nicht eine Mittagspause? Oh nein, danke schön. Also, wo war ich? Miss Betty, wird dich etwas Gold aufheitern? Wie kannst du es wagen? Das Einzige, was die Situation verbessern wird, ist das Aufräumen des Klassenzimmers. Tu es. Jetzt müssen sie putzen. Das ist alles eure Schuld, Mädels. Wir werden zu Hause reden. Wie schnell die Zeit vergeht. Der Abschlussball ist so nah. Mama, Papa, schaut. Noch ein bisschen, dann sind wir mit der Schule fertig. Was machst du da, Maya? Die reiche Schwester muss das beste Kleid für den Abschlussball haben. Ich weiß nicht, welches ich anziehen soll. Carries Situation ist noch schlimmer. Die arme Schwester hat kein Geld für ein schönes Outfit. Sie wird alles selbst machen müssen. Aus Müllsäcken und Garn. Was für eine kreative Idee. Carrie wird auf dem Abschlussball glänzen. Jetzt kommt der große Moment. Die Eltern sind so stolz auf ihre Mädchen.
Maya und Carrie haben die perfekten Outfits. Und die Preisverleihung für die Studierenden beginnt jetzt. Los, Mädels. Schatz, das ist so aufregend. Bitte, Liana, nimm es leicht. Und sei vorsichtig mit dem Geldbecher. Herzlichen Glückwunsch, Carrie. Herzlichen Glückwunsch, Maya. Applaus. Mama, Papa, danke. Wir haben es geschafft, Schwesterherz. Oh ja, das sind meine Mädchen. Beeil dich, hier, lass es leuchten. Die reiche Mama hat einen besonderen Gruß. Er ist ein Vermögen wert. Und Papa hat seine eigene Art, die Dinge zu tun. Los, Mädels. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt ist es Zeit für ein Familienfoto. Leb wohl, Schule. Willkommen im Erwachsenensein. Wenn du ein Erwachsener bist, musst du arbeiten. Carrie hat ihre Berufung gefunden. Sie hilft ihrer geliebten Schwester. Schließlich hat Maya einen so stressigen Job. Hallo, ich höre. Ich habe dir gesagt, du sollst die Aktien verkaufen. Maya ist so ein Girlboss. Jeder respektiert sie und hat ein bisschen Angst vor ihr. Was? Ich werde euch alle feuern. Raus aus meinem Büro. An die Arbeit, jetzt. Oh, es ist schwer, für alles verantwortlich zu sein. Maya ist die Einzige, die das tun kann. Aber auch Carrie ist nicht weit dahinter. Sie ist eine sehr gute Mitarbeiterin. Das geht nicht. Dreck? Alle hierher. Sofort. Wie lange soll ich denn noch warten? Ich werde euch alle feuern. Miss Carrie, ich bin hier. Warum weißt du nicht, wie man putzt? Was ist los, Miss Carrie? Toll, du bist auch hier. Worauf wartest du dann noch? Räumt das auf und bringt alles zum Leuchten. Ohne Carrie wäre hier alles chaotisch. Sie hat eine sehr ernste Aufgabe zu erledigen. Aber du musst eine Pause von der Arbeit machen. Und einkaufen ist manchmal die beste Unterhaltung. Carrie ist bei Flohmärkten unschlagbar. Wow, was für ein heißer Feger. Diese Chance darfst du nicht verpassen. Hallo, ich bin Carrie. Ich bin Ryan. Freut mich, dich kennenzulernen. Deine Brille. Lass mich dir helfen. Erledigt. Gefällt sie dir? Darauf kannst du wetten. Du bist ein echter Magier. Ach komm, das ist doch nichts. Das hier ist für dich, meine Schöne. Das ist so süß. Du musst antworten. Ryan, ich schenke dir mein Herz. Der Flohmarkt ist der Ort, an dem sich die Herzen treffen. Billige Liebe. Und Maya trifft Jungs nur in teuren Restaurants. Und sie mag es nicht, wenn ihr jemand in die Quere kommt. What? Perfekt. So ist es besser. Ich will etwas Teures. Aber leicht. Hey! Wie läuft's? Oh, du bist es. Der Typ scheint für die Rolle des Prinzen gut geeignet zu sein. Man merkt, dass er alles über Geld weiß. Sie haben so viele Gemeinsamkeiten. Geld bringt Menschen zusammen. Es ist Zeit, sich besser kennenzulernen und über das Wichtigste zu reden, wie sehr sie es lieben, reich zu sein. Warum fahren wir nicht in den Urlaub? Na klar, los geht's! Maya wird die reichste Hochzeit der Stadt haben. Alle Mädchen werden eifersüchtig sein. Aber auch eine schlechte Hochzeit kann Spaß machen. Carrie und Ryan feiern eine super Party. Nur die Menschen, die ihnen am nächsten stehen, werden eingeladen. Jetzt ist es Zeit für ein Gourmet-Essen. Köstlich. Und es riecht sogar gut. So etwas gibt es bei einer armen Hochzeit definitiv nicht. Schwesterherz, bist du das? Komm zu uns. Mit Vergnügen, Maya. Folgt mir alle. Eine Doppelhochzeit ist die beste Lösung. Schwestern lassen sich nicht gegenseitig im Stich. Carrie, kann ich kurz mit dir reden? Klar, Maya. Schau, ich bekomme ein Baby. Und auch hier sind die Schwestern zusammen. Carrie hat auch gute Nachrichten. Juhu, bald werden Mama und Papa Enkelkinder haben. Reiche Eltern haben es leicht, wenn es um die Erziehung geht. Starte das Roboterkindermädchen und wir sind fertig. Du wirst heute babysitten. Und ich habe noch etwas zu tun. Aber auch ein mechanischer Babysitter muss betreut werden. Kurzschlüsse lassen sich nicht vorhersagen. Oh nein, dieser Roboter ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Wir
Wir sollten die Schwester um Hilfe bitten. Ich brauche dich, Carrie. Hallo. Natürlich, Maya. Okay. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, jetzt geht's los. Und der Roboter scheint Urlaub gemacht zu haben. Komm her, Baby. Tante Carrie kann mit zwei Kindern umgehen. Weine nur nicht, okay? Hey, was machst du da? Okay. Ohne Rasseln geht es hier nicht. Husch, husch, Lieblinge. Es ist okay. Ich bin bei euch. Vielleicht habt ihr ja Hunger. Ich bin gleich da. Carrie kann es nicht alleine schaffen. Der Roboter wird es ihr viel leichter machen. Alles, was sie tun muss, ist es zu reparieren. Und das Roboter-Kindermädchen ist wieder mit von der Partie. Kinder, Mama, Carrie ist jetzt bei euch. Genießt es. Und der Babysitter ist auch bereit zu arbeiten. Wo sind die Kinder? Oh mein Gott. Hilfe. Ich werde dir die Kinder nicht geben. Es ist Zeit, von hier zu verschwinden. Reiche Roboter sind nicht gut. Es ist schon so viele Jahre her. Aber die Schwestern sind immer noch beste Freundinnen. Carrie, schau dir das an. Wow, schönes Garn. So weich und flauschig. Es ist perfekt. Ich brauche es. Und ich brauche es jetzt. Auf keinen Fall, Maya. Es ist meins. Und der Wettbewerb beginnt. Komm schon, altes Mädchen. Beeil dich. Nur einer wird das tolle Garn bekommen. Nimm das, Maya. Ich fange an. Das ist nicht fair, Carrie. Fahr mich. Beeil dich. Das holst du nicht mehr auf, Schwesterherz. Du kannst dir Zeit lassen. Ich werde es dir zeigen. Nein, ich werde es dir zeigen. Das Garn ist wirklich toll. Aber die Freundschaft gewinnt immer. Die Enkelkinder haben so ein Glück, Großmütter wie sie zu haben. Sie kämpften um gute Noten und Garn. Aber sie haben sich geliebt. Es ist so traurig, dass sie nicht mehr da sind. Die Enkelkinder von Maya und Carrie werden sich immer an ihre Großmütter erinnern.